Wir sprechen heute über Minderheiten. Ich selbst gehöre der deutschsprachigen Minderheit in Belgien an. Ich bin also deutschsprachiger Belgier, ich bin Europäer und meine Identität ist daher vielschichtig. Die eine Identität schließt die andere nicht aus, sie bedingt sich sogar. Minderheitenschutz ist daher keine Frage der politischen Einstellung. Minderheitenschutz ist ein Grundrecht und der richtige Umgang mit Minderheiten ist eine Überlebensfrage der Europäischen Union. Ich möchte mich aber heute auf ein spezifisches Element konzentrieren und das ist das Geoblocking. Wenn ich in meinem Wahlkreis einen deutschen Film sehen will, ist das fast ausschließlich nur im Live-TV möglich. In der Mediathek, in den Streamingdiensten wie Netflix oder bei Plattformen wie Apple wird mir der Zugang ganz einfach aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Leider hat sich diese Situation durch die Geoblocking-Verordnung nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Wir müssen also die Überarbeitung der Geoblocking-Verordnung dringend nutzen, um eine Ausnahme für definierte sprachliche Minderheiten auszuarbeiten. In meiner Region aus Belgien oder beispielsweise in Südtirol wäre dies ohne Probleme möglich, weil diese Regionen geografisch klar eingrenzbar sind. Diese Gebiete könnten lizenztechnisch sehr einfach dem direkt benachbarten Sprachraum zugerechnet werden. Meine sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es in unseren Grenzräumen geschafft, Grenzen abzubauen. Wir dürfen nicht zulassen, dass genau diese Grenzen im Internet wieder künstlich hochgezogen werden.